Ich grüße Sie. Hier meldet sich Berlin. Mein Name ist Jens Scharnowski von Admiral Markets. Es ist Dienstag, der 23.04., 15 Uhr. Willkommen zum heutigen regelmäßigen Live-Trading-Webinar DAX, DAU, Euro-Dollar, Gold oder was auch immer alles gerade an tollen Chancen bietet an den Märkten. War der Satz jetzt richtig? Ich weiß es nicht, aber Sie haben verstanden, was ich sagen wollte. Jens Scharnowski, mein Name. Jochen Schmidt ist auch mit dabei, der wird gleich den Hauptteil bestreiten. Das ist unser Daytrader, der wird die Märkte analysieren. Was Sie gerade noch sehen, ist unser YouTube-Kanal, youtube.com/admiralmarkets.de. Letztens kam die Frage auf, wie unterscheidet sich denn DAX Future zum DAX CFD? Und da habe ich einfach mal mich daran erinnert, dass wir vor über einem Jahr ein Webinar nur zum DAX gemacht haben. Da gibt es auch eine tolle Übersicht, wie unterscheidet sich Xetra DAX zum CFD DAX, zum Future DAX, wenn Sie es interessiert. Einfach mal die älteren Videos anschauen, hier DAX und Index Trading, hier würden Sie es finden, auf unserem YouTube-Kanal als Information, wenn Sie es haben möchten. Bevor wir gleich loslegen und ich abgebe zu Jochen, immer ganz kurz pro forma. Der Risikohinweis: Sollten Sie bei uns oder auch bei anderen Forex- und CFD-Brokern mal Devisen oder CFDs traden, Sie haben immer ein Hebelprodukt. Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, tolle Sache, aber leider auch die Verluste. Das heißt, wenn Sie einen 100er Hebel haben, machen Sie statt 1% plus, tolle 100% plus, aber leider auch statt 1% minus, unschöne 100% minus. Das muss Ihnen immer bewusst sein. Vollständiger Risikohinweis finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de, Risikohinweis und immer auch verlinkt. Und natürlich, alles, was wir heute hier erzählen, sind immer nur allgemeine Informationen, allgemeine Erläuterungen. Wir machen niemals konkrete Anlageberatung, immer nur subjektive Meinungsäußerungen und Marktaussichtungsbetrachtungen oder was auch immer von den Vortragenden. Niemals Anlageberatung, bitte. Das gibt es bei uns nicht. Execution only heißt das Geschäft. Sie würden immer, wenn Sie ein echtes Konto haben, alleinig und vollkommen autark die Anlageentscheidung treffen. Das immer zu Beginn und wir geben direkt ab zu Jochen Schmidt. Vielleicht haben Sie ihn auch auf der Invest gesehen. Das war die letzte Messe, jetzt am Freitag und Samstag, letzter Wochenende. Wir haben uns sehr gefreut, kamen sehr, sehr gut an die Vorträge und jetzt auch gerne online im Seminar. Hallo Jochen. Ja, hallo Jens, hallo miteinander. Ich hoffe, man kann mich hören und ich hoffe, meine Erkältung ist ein bisschen besser. So richtig weg ist sie nicht. Das heißt, ich hatte leicht Fieber, ich habe immer Schnupfen und Husten, bin den üblichen Anti-Husten-Mitteln und möchte gleich an der Stelle sagen, ja, also so würde ich nicht traden. Wenn ich jetzt privat zu Hause traden würde, würde ich, sag ich mal, mit diesem unkonzentrierten, in Watte gepackten Köpflein, was ich heute so vor mich hertrage, weniger traden. Aber was tut man nicht alles, um die Webinare abzuhalten? Ich opfere mich hier total auf für Sie, meine Damen, meine Herren, und begrüße an der Stelle sehr herzlich. Ich möchte vielleicht für diejenigen unter Ihnen, die neu dabei sind, mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Jochen Schmidt, ich bin 46 Jahre alt, bin hauptberuflich mit dem Trading beschäftigt, war ursprünglich Immobilienkaufmann, 17 Jahre lang selbstständig und bin seit 7 Jahren jetzt mit dem Trading beschäftigt, seit Mitte 2011 hauptberuflich. Mein Handelsstil ist ein sehr kurzfristiger Handelsstil, eigentlich sogenanntes Scalp-Trading, und wir versuchen das bei den Webinaren auch, sage ich mal, umzusetzen oder zu demonstrieren, immer davon abhängig, ob der Markt denn diesen Handelsstil hergibt oder eben nicht. Ich habe im Vorfeld zu diesem Webinar einige Trades gemacht, die wir also angucken können, wenn Sie das wollen. Sofern wir zum Beispiel keine Handelsgelegenheiten finden sollten, können wir uns gerne auf die Trades, sage ich mal, ja, berufen, die ich gemacht habe. Davon waren ein Haufen Verlierer und aber ein richtig guter Gewinner. Den zeige ich Ihnen nachher gerne. Und da wollte ich Sie einfach fragen: Wie sollen wir es machen? Sollen wir erstmal in die Märkte rein analysieren oder sollen wir gleich auf diese Trades gehen? Oder vielleicht, wenn ich jetzt einfach vorgreife, trotz der Frage: Sie sehen hier meinen Bildschirm. Ich habe den Dow Jones links geöffnet und den DAX 30 rechts. Und auch, sage ich mal, ungewöhnlich für mich, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich habe jetzt in beiden Märkten zwei Trades in die gleiche Richtung laufen. Ist eigentlich Blödsinn, wenn man es genau nimmt. Aber ich wollte vorhin irgendetwas ausprobieren, und zwar, ob diese Marktkorrelation, von der wir ständig sprachen, die letzten Webinare, ob die denn wieder intakt ist. Und so sieht es ja aus. Ich mache die beiden Märkte mal etwas größer
und werde natürlich nicht sprechen, wenn ich den Chart bewege, wegen den altbekannten Soundproblemen. Ich nehme mir zuerst einmal den Dow Jones vor, den wir auch am Sonntagabend analysierten. So. Hier sehen Sie den Tageschart und ich wechsle kurz auf den Pen. Und zwar hatten wir gesagt, oder hatte ich gesagt, am Sonntagabend habe ich mich hinreißen lassen zu unken, meinte, es könnte gut sein, dass dieser Abwärtstrend sich durch dieses Level durchschieben könnte und eventuell sogar am Montag oder in der Montagnacht eine Lücke zu sehen sei. Die Lücke kam nicht, die Kurse gingen erst einmal nach oben und ich dachte mir schon, oje, oje, ich liege mal wieder total falsch, was übrigens des Öfteren vorkommt. Deswegen so am Rande bemerkt, wenn Sie auf andere Leute hören, die sagen, jetzt long, jetzt short, haben Sie immer das Risiko, dass sich jemand irren kann. Und deswegen weisen wir auch immer bei den Webinaren darauf hin, es sind keine Empfehlungen, es sind Szenarien. Doch dann geschah genau das, was ich eigentlich sehen wollte. Die Kurse kamen runter. Ich habe auf meinem echten Handelskonto da gestern gut mitverdienen können. Allerdings, was sehen wir? Der Markt weiß nicht so richtig, was er machen soll und dreht wieder hoch. Ich mache das nochmal weg. Der DAX übrigens macht fast das gleiche Spiel. Hier gehe ich auf den Tageschart. Und hier sehen Sie, dass die Kurse ebenfalls Stützung finden in diesem Bereich, den wir auch angesprochen hatten am Sonntagabend. Ich hätte es so nicht erwartet, aber was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn der DAX heute sehr gestiegen ist, wir haben, ich mache das jetzt hier mit Trendlinien, die ich normalerweise nicht zur Trenddefinition heranziehe, wir haben einen Abwärtstrend nach wie vor intakt und dieser Abwärtstrend erlebt gerade seine Korrekturphase, die exakt hier in ein Widerstandslevel hineingelaufen ist, wo die Kurse abprallen könnten. Aus diesem Grund habe ich mich dazu hinreißen lassen, um natürlich Action im Webinar zu zeigen, auf der kleineren Zeiteinheit, ich gehe mal kurz hin, einen Trade zu eröffnen. Was Sie hier sehen, ist der Stundenchart. Und weshalb ich einen Short Trade jetzt in den Markt gelegt habe, hat mit folgendem Punkt zu tun. Wir haben nach wie vor einen intakten Abwärtstrend. Man sieht, der wurde hier sehr, sehr zuckerig. So, und jetzt kommt diese Hammerbewegung, die diesen Abwärtstrend meines Erachtens bei Überschreitung der letzten Tiefs ja angeknackst hat, gebrochen hat. Das heißt aber nicht, dass er abgelöst wird. Und obwohl ich, sage ich mal, jetzt gegen einen Trend, wir gucken uns ihn gleich an, auf der kleineren Zeiteinheit stehe, ging ich von folgendem Szenario aus, dass die Kurse in diesen Bereich hereinlaufen und weil die so steil gestiegen sind, zumindest bis herunter nochmal laufen könnten. Ich weiß, ich sage immer, man soll bitte schön nicht in die Korrekturen hineinhandeln. Allerdings, wovon ich jetzt insgeheim ausgehe und voller Hoffnung bin, ist, dass wir sowas sehen. Also wir haben so einen Klassiker, es läuft in die Seite, bricht dann aus und könnte eventuell richtig nach unten durchgehen. Das ist das Szenario, weshalb ich jetzt einen Short Trade gemacht habe. Und ich zeige es Ihnen auch auf der kleineren Zeiteinheit, auf der ich ja gerne unterwegs bin, der 5-Minuten-Chart in diesem Fall. Ich mache den mal etwas größer. Und was Sie hier natürlich sehen, ist ein traumatisch schöner Aufwärtstrend, den ich vollkommen verschwitzt habe, ja, heute Vormittag. Ich habe es erst jetzt gesehen, als ich kurz zum Webinar reinschaute. Und mein Ansatz ist eben genau der, dass wir hier die letzte Ausdehnung hatten. Wir haben einen kleinen Pinbar oder Umkehrstab bekommen. Und meine Erwartung wäre jetzt die, dass die Kurse sich hier so runterhangeln. Die beiden Trades, also im Dow Jones ist das gleiche Szenario, kommen nicht richtig ins Laufen. Deswegen auch hier an der Stelle nochmal drauf, sei vermerkt, wenn ich in die Korrekturen handle, nehme ich nur die Hälfte der Positionsgröße. Wir handeln hier normalerweise mit 6 CFDs, im Dow ebenfalls mit 6 CFDs. Ich habe hier nur 3 genommen und bei beiden Trades im DAX haben wir ungefähr einen 20-Punkte-Stopp. Und ich werde aus diesem Trade aussteigen, falls die Kurse über dieses gerade horizontal eingezeichnete Level hinweglaufen. Das ist, was ich hier gerade mache, kein Scalp-Trading. Der Markt ist sehr, sehr langsam. Deswegen muss ich mich hier anpassen, also nur halbe Positionsgröße. Stop ist ein bisschen weiter, aber wir bleiben dadurch im normalen Risikobereich. Jens, bitteschön. Vielleicht eine erste Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich eben schon darauf hingewiesen habe. Ich glaube nicht. Deswegen mache ich es nochmal, bevor ich die Frage vorlese. Also wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv am Webinar beteiligen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Märkte besonders anschauen möchten oder sonstiges mehr, etwas genauer erläutert bekommen möchten, einfach mit der Tastatur in diesen Question-Chat-Bereich, was Sie direkt in dem Meeting-Tool, wenn Sie live dabei sind, haben, hineinschreiben. Die anderen Teilnehmer sehen das nicht. Und wenn es passend ist zum gerade
vorgetragenen Thema lesen wir es gerne vor, dass dann alle von der Frage und von der Antwort etwas haben. Eine Frage, die jetzt passen könnte. Hallo Jochen, Sie schauen manchmal auch auf den Wochenchart. Ist der Monatschart für Sie nicht auch aussagefähig? Also doch, wann schaust du vielleicht auf den Monatschart, wann Wochenchart? Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr, ein paar Sätze dazu, wann vielleicht welche Zeiteinheit ein Thema sein kann. Mache ich gern. Nein, also es ist so, es ist jedes Mal die verwirrende Geschichte. Das ist normal, braucht man sich auch nicht schämen, deswegen danke für die Frage, wegen diesen Zeiteinheiten. Die bringen uns alle immer durcheinander. Insbesondere, wenn jetzt jemand sagt, wie ich es bin, der sagt, ich arbeite im 5-Minuten-Chart, getimed auf dem 1-Minuten- oder auf dem Tick-Chart. Ja, um Gottes Willen, warum soll ich mir denn dann einen Monatschart oder einen Wochenchart anschauen? Also es ist so, natürlich ist der Monatschart für mich jetzt in der Zeiteinheit, in der ich hier gerade handle, nicht unbedingt jetzt die Orientierungsgröße. Aber weshalb ich mir gerne auch den Monatschart anschaue, und ich mache das jetzt mal kurz hier, und ich zoome ein bisschen raus, hat folgenden Hintergrund. Bevor ich mein Trading beginne, möchte ich sehen, was, sage ich mal, in der Vergangenheit an Nachfrage- und Angebotsverhalten passiert ist. Und ich nehme jetzt einfach gerade mal den Dow Jones heran, es wird auch irgendein anderer Markt sein. Was wir hier sehen, ist ja, dass auf dem Monatschart ein absolut intakter Aufwärtstrend ist, der sich nach oben, sage ich mal, durcharbeitet. Und das Hochinteressante ist genau der Bereich hier drüben. Das ist ja hier das letzte höchste Hoch gewesen. Das heißt, wir haben ja Rekordhochs. Wenn ich das jetzt auf dem Monatschart sehe und mir bewusst mache, dass auf den großen Zeiteinheiten in der Regel die großen, sage ich mal, Player, die großen Jungs in den Märkten unterwegs sind, also ist halt nicht auf 5 Minuten, ein Investmentfonds, der Millionen von Euro anlegen muss oder in den Märkten unterbringen muss, der wird nicht auf dem 5-Minuten-Chart scalpen, sondern die haben eben Trendhandelsausrichtungen, die über Monate hinweg geht. Also habe ich in den großen Zeiteinheiten das große Geld laufen, entsprechend aussagekräftig sind auch, sage ich mal, die Formationen oder die Trendausbildungen, die auf diesen Zeiteinheiten dann erscheinen. So, aber nochmal, warum, wenn ich auf dem 5-Minuten-Chart bin, jetzt hier auf dem Monatschart? Für mich wäre zum Beispiel es sehr interessant, wenn ich mich auf meinen Handel vorbereite, wenn ich auf dem Monatschart hier drüben das höchste Hoch aller Zeiten sehe. Und gleichzeitig, sage ich mal, sehe, dass die Kurse an dieses Ding heranlaufen. Jetzt ist mir eines klar, wenn ich das auf dem Monatschart sehe, ich wechsle mal kurz auf die normale 5-Minuten-Chart-Ansicht, dann würde ich das so überhaupt nicht sehen. Also wenn ich im 5-Minuten-Chart drinne bin, dann sehe ich ja bloß immer nur einen Ausschnitt, sage ich mal, von maximal einem Tag oder von 2 Tagen, je nachdem, wie ich es skaliere. Und somit entgeht mir, weil ich mich nicht vorbereitet habe über die größeren Zeiteinheiten, dass ich zum Beispiel in diesem Bereich, die Kringel stimmen jetzt nicht mehr, aber jetzt ist nur mal als Beispiel, dass in diesem Bereich ein absolutes Rekord-Allzeithoch liegt, was vielleicht gebrochen werden könnte. So, und wenn ich das jetzt nicht weiß und im Markt drinne bin, dann ist es sehr schade, wenn ich zum Beispiel dann eine Short-Entscheidung treffe, an so einer Stelle, wo ja auch im 5-Minuten-Chart kräftig Schub aufkommt, wenn ein Hoch durchbrochen wird. Somit ist es für mich wichtig, dass ich immer weiß, wo sind die kleinen Hochs und vor allem, wo sind die ganz großen Hochs. Denn wenn die genommen oder unterschritten werden oder auch die Tiefs, weiß ich, da kommt in der Regel Bewegung rein. Und diese Bewegung, gerade auf den kurzfristigen oder kleineren Zeiteinheiten, um diese Bewegung geht es ja. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen rüberbringen. Es ist eine Geschichte, wo man wirklich einen ganzen Nachmittag darüber verbringen kann, hat mit den Grundlagen des Trendaufbaus zu tun, aus dem Orderbuch heraus die ganzen markttechnischen Geschichten. Hier vielleicht eine Zusatzfrage noch dazu. Ja. Kann man sich an den Grundsatz richten, D1, also Tageschart mit dem H1, ja, also Stundenchart, sowie der H4 mit dem M30 agieren sehr gut zusammen. Aufgrund der Zeitberechnung soll dies sehr gut passen. Ist das korrekt und gibt es dazu mehr? Ja. Ich lese noch einmal vor. Kann man sich an den Grundsatz richten, D1 mit dem H1 sowie H4 mit M30 agieren sehr gut zusammen. Aufgrund der Zeitberechnung soll dies sehr gut passen. Also ich sage jetzt einfach mal ein ganz saloppes Ja, das ist gar nicht schlecht, weil in der Regel ist es so, ich richte mich auch am Stundenchart aus, wie Sie es vorhin gesehen haben, dieser Trade im DAX zum Beispiel, also jetzt rechts, nochmal größer nochmal, der entsprang unter Beobachtung
des Stundencharts. Also der entsprang unter der Beobachtung des Stundencharts. Und dann gehe ich runter auf 5 Minuten und gleiche dann den Aufbau des Trendes ab, ob das passen könnte. Und hier zum Beispiel hätte es durchaus sein können, dass wir runtergelaufen wären, aber so wie es aussieht, werden wir gleich ausgestoppt. Prinzipiell zu der Frage, was ist die richtige Zeiteinheit oder welche Zeiteinheiten sind die besseren oder welche harmonieren mehr miteinander, muss ich eine enttäuschende Antwort geben. Das kann man so nicht sagen. Wenn man sich, sag ich mal, den Trendaufbau von Anfang an herleitet oder erklären lässt, wird einem klar, dass es keine optimale Zeiteinheit geben kann. Es ist immer der gleiche Trend. Es ist ein und derselbe Trend, der aus dem Orderbuch, die Kursstellung des Orderbuches, grafisch dargestellt wird. Und was ich damit sagen will, ist folgender Punkt. Es könnte ja auch sein, ich sehe jetzt auf dem Stundenchart, was weiß ich male es jetzt mal, so eine tolle Kerze. Jetzt sage ich, oh ja, klasse, hier ist alles in bester Ordnung, weil auf dem Tageschart haben wir zum Beispiel auch einen Aufwärtstrend. Diese Kerze allerdings, wenn ich sie nur so betrachte, die hätte ja, wie hätte die verlaufen können? Die hätte so verlaufen können, auf dem 5-Minuten-Chart. Zack, zack. Eine Frage, hätten sie in der Zeit dann handeln können? Wohl kaum. Und das meine ich damit. Das heißt, man darf nicht hergehen und das, was man sieht, immer sofort als gegeben betrachten und sagen, aha, der Stundenchart läuft immer klasse mit dem Tageschart. Das ist so nicht ganz richtig. Nochmal, ich mache das gerne, sage ich mal, dieser Stundenchart ist für mich eine gute Trendgröße, wo ich Signale herleiten kann, aber ich prüfe das immer wieder ab, indem ich in den kleineren Zeiteinheiten nachschaue, ob der Trendaufbau dort mit dem Trendaufbau auf der Stunde zusammenpasst. Und übergeordnet, sage ich mal, als nochmal drüber gestülpt, es ist in der Markttechnik immer eine Frage der Trendgrößen, nicht der Zeiteinheiten. Ich weiß, das ist jetzt für viele sehr verwirrend und die sagen sich, ja, was erzählt er dann die ganze Zeit, warum macht er dann immer mit den Zeiteinheiten rum? Ich kann das nicht innerhalb dieses Webinars erklären, ganz ehrlich, es geht nicht. Dafür braucht man eine große Kurve, sage ich mal, im Vorfeld, bevor man begreift, dass die Zeiteinheiten selber eigentlich sehr unwichtig sind. Sorry, ich kann es nur so rübergeben. Jens, ich gebe mal wieder an dich. Ja, noch eine allgemeine Frage, dann gehen wir weiter mit den Märkten. Ja. Hallo, ja, Herr Schmidt, Sie haben eine Formel im Facebook angeboten. Kann man diese Formel für schnellen Reichtum noch erwerben? Was hast du denn bei Facebook erzählt? Also diese Formel kenne ich, sie heißt einfach reich heiraten. Das ist die einzige Formel, die funktioniert, reich heiraten. Alles andere funktioniert nicht. Wir in unseren Webinaren sagen ja auch immer, es sind allgemeine Einschätzungen, Sie brauchen Monate und Jahre Erfahrung, Sie werden mit mehr Erfahrung mehr Chancen haben. Aber jetzt bin ich mal gespannt, jetzt kommst du, welche Formel hast du denn? Ja, es ist das Schmidtsche Zauberindikator, der einem ganz genau anzeigen kann, wo und wie schnell man reich werden kann. Nein, den gibt es natürlich nicht, das war ein Scherz in Facebook. Und zwar, ich gehe kurz rüber aufs ICN-Konto, also auf die Forex- und Goldgeschichten. Ich schalte da gerade mal um. Und darum, ich habe in Facebook habe ich einen Trade veröffentlicht. Und zwar im Dollar. Ich gehe mal etwas näher ran, damit Sie sehen können. Und da war folgender Punkt. Ich hatte heute Nacht hier einen Short Trade gemacht, ähnlich wie in der Sonntagabendbesprechung gesagt, und wurde punktgenau ausgestoppt. Ich bin dann, durch Zufall habe ich das gesehen und bin sofort nochmal in den Markt rein und hatte den Stopp ebenfalls genau an der Stelle hier oben liegen. Und ich hatte einfach Dusel, dass ich hier, ich glaube, mit einem Abstand von 0,5 Pips nicht ausgestoppt wurde. Also es ist reines Glück, dass ich hier noch drin bin. Und in Facebook hat dann jemand geschrieben, ja, ich soll nicht so bescheiden sein, das war bestimmt exakt vorberechnet und vorbestimmt. Und ich meinte dann, ja, natürlich, da gibt es den geheimen Schmidtschen Zauberindikator für 995 Euro, limitiert für die 20 Ersten, die sich melden. Und damit werden sie sehr, sehr schnell reich. Also ist natürlich alles zynisch gemeint und sarkastisch gemeint. So einen Indikator gibt es nicht. Sie haben gesehen, meine Damen, meine Herren, ich habe gerade zwei kräftige Watschen im Dow Jones und im DAX Future erhalten. Lag völlig falsch. Das passiert des Öfteren. Allerdings, man steigt wieder ein. Man darf diese Verluste, sage ich mal, man muss sie nehmen können, man muss sie kalkulieren können. Und hier ist natürlich ein super schöner Trade draus geworden. Ich habe den Stopp in der Zwischenzeit auf Einstand geschoben. Ich handle hier nur mit einem Minilot. Das soll ein längerfristiger Trade werden. Längerfristig bedeutet, ich bin hier bereit, auf dem 4-Stunden-Chart die eine oder andere Trendentwicklung abzuwarten und somit vielleicht ein paar Tage diesen Trade zu halten. Ich zeige Ihnen auch warum, wenn Sie es interessiert. Wir hatten ja auch am Sonntagabend das besprochen.
hier, sage ich mal, dieser intakte große Aufwärtstrend, weitgelaufene Korrektur, kommt wieder nach oben, bricht den Abwärtstrend und macht jetzt hier Anstalten, nicht zu wissen, wo die Reise hingeht. Es könnte gut sein, das wäre zum Beispiel meine Annahme, dass wenn wir nach links schauen, wir so eine Art große Schulterkopf-Schulter bekommen und an der Spitze wollte ich mich jetzt einkaufen. Falls das schief geht und der große Trend sich weiter fortsetzt, ja gut, ist nicht schlimm, ich verliere im Moment überhaupt nichts mehr, überhaupt kein Risiko mehr und gucke dann, wie ich später in den Markt hineinkommen kann. Ja, das zum Zauberindikator. Und es ist so, worauf ich Sie hinweisen wollte, um 15.30 Uhr ist ja immer die Eröffnung der US-Aktienmärkte, deswegen haben wir uns die Zeit ausgesucht. In der Regel kommt da Schwung rein in den Nachmittagshandel. Wir hatten in den letzten Webinaren stets keinen Schwung so richtig gut gesehen und vor allem um 16 Uhr kommt eine News in den Markt, das sind glaube ich die US-Immobilienverkäufe oder Hausverkäufe, da kann es durchaus zu heftigen Bewegungen im Markt kommen. Allerdings kann es auch passieren, dass wir im Vorfeld sehr wenig Bewegung sehen. Und ich bin ja so frei und sage dann auch, ich möchte nicht traden, wenn der Markt mir nicht gefällt. Jens, ich gehe mal wieder an dich. Genau, dann ganz kurz der Hinweis, wenn Sie die ganzen News irgendwo erfahren möchten. Unser Handelskalender ist mit einer kleinen Übergangszeit endlich wieder auf Deutsch verfügbar und auch relativ nett, also die deutsche Sprache. Sie können die Zeitzone einstellen, Sie können einen Filter nutzen, wenn Sie sagen, hey, was interessiert mich der australische Markt, da würde ich niemals traden, können Sie das auch rausfiltern, Sie können Wichtigkeit dazu nehmen und was auch immer. Und wenn Sie etwas nicht kennen, können Sie draufklicken und kriegen Sie auch eine kleine Beschreibung dazu mit einer Prognose. Also wenn Sie einfach mal schauen möchten, was gleich noch ansteht, was wichtig sein könnte, immer auch auf dem Handelskalender mal schauen. Über admiralmarkets.de unter dem Punkt Market Analysis bekommen Sie den deutschen Handelskalender relativ nett, wie wir finden. Das passend dazu. Und bevor es vielleicht in 6, 7, 8 Minuten losgeht, noch eine allgemeine Frage zum Euro-Dollar, dann gebe ich wieder auf deinen Bildschirm zurück. Okay. Die Frage lautet, ich habe Interesse am Euro-Dollar. Ich habe im Stundenchart ein Bullish Butterfly ausgemacht und habe bei 1,2981 eröffnet. Bullish Butterfly sagt mir nichts, aber dir wahrscheinlich, vielleicht kannst du da was zu sagen oder ja generell zu der Marke. Okay, Moment. Ich muss mal nachschauen. Ich wiederhole die Frage. Ich habe Interesse am Euro-Dollar. Ich habe im Stundenchart ein Bullish Butterfly ausgemacht und habe bei 1,2981 eröffnet. 1,2981. Okay, also ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ein Bullish Butterfly ist. Könnte es damit zusammenhängen, dass wir wie so eine Art Diamant im Markt haben? Ich weiß es nicht. Letztes Webinar habe ich auch mal darauf hingewiesen, ich kenne diese Candlestick-Formationen nicht mehr auswendig, weil ich mir über die Markttechnik, über den Trendaufbau, sage ich mal, die Sachen erklären kann und somit, sage ich mal, auf diese Signaldefinition nicht mehr zurückgreifen muss. Ich hoffe, das enttäuscht jetzt nicht den Fragesteller. Ich kann einfach zwei nicht anfangen. Zwei Dreiecke aber, nebeneinander, sorry, schreibt jetzt jemand anderes. Bullish Butterfly, zwei Dreiecke nebeneinander. Also, ihr meint das da? Sowas? Ja, okay. Dann ist es ein Bullish Butterfly. Ich kenne es als Diamantformation, die meistens auftritt, wenn der Markt nicht mehr weiß, was er machen soll. Und die Dinger sind sehr unberechenbar. Das heißt, die können sowohl in die Richtung losgehen oder in die Richtung losgehen. So habe ich, sage ich mal, mir beigebracht oder ist mein Erfahrungswert. Ja. Aber ich werde mal hergehen und die Candlestick-Geschichten mir nochmal durchlesen. Wir hatten ja das letzte Mal auch, oder das vorletzte Mal, der Hanging Man. Und ich war da auch nicht mehr fit, was die Definitionen angeht. Also, meine Damen und Herren, hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich jetzt niemals Candlesticks beachtet hätte oder sowas. Habe ich früher in meinen Anfängen auch gemacht. Ist auch in Ordnung. Nur Sie dürfen nie vergessen, das Signal an sich oder das Pattern, nennt sich das Pattern, was Sie sehen, sollten Sie immer im Gesamtzusammenhang betrachten. Damit es Ihnen zum Beispiel nicht so geht, wie es mir jetzt vorhin im DAX und Dow ging, ich gehe nochmal kurz darüber. So, weil ich predige ja immer die Trendfortsetzung und habe mich vorhin gegen den Trend gestellt, sehen Sie, und in der Regel kriegt man auch öfters eine auf die Nuss. Aber ganz kurz zurück wegen den Candlesticks. Wie Sie auch immer, sag ich mal, oder wo Sie auch immer Formationen erkennen mögen, diese werden ja gebildet durch einen Trend. Schlichtweg, entweder runter, in die Seite oder hoch. Sprich, habe ich zum Beispiel hier auf diesem 5-Minuten-Chart, entdeckt der eine oder andere Candlestick-Techniker bestimmt das eine oder andere Signal, was er dann auch mit dem schönen Namen versehen kann. Allerdings, wenn wir herschauen, und vielleicht kommen wir dann nochmal auf die Frage von vorhin zurück, wegen den Zeiteinheiten mal wieder, ich mache das mal etwas
Größe. So, wenn wir hergehen und dieses Signal, was Sie auf dem 5-Minuten-Chart sehen, in den Gesamtzusammenhang bringen, in die der Markt oder in die Richtung, in die der Markt sich bewegt, haben Sie mehr Sicherheit bei Ihrem Trading, weil Sie sich die Frage beantworten können, wer verkauft oder kauft eigentlich nach mir. Ja? Und hier nochmal, wir haben einen Abwärtstrend auf dieser Zeiteinheit. Im großen Bild könnte es sehr wohl sein, dass es weiter nach oben geht, aber wir haben definitiv einen gebrochenen Aufwärtstrend auf groß. Und somit sind wir hier in einer Marktphase, wo keiner weiß, ist es eine Korrektur oder ist es der Beginn der Trendfortsetzung. Und das werden wir wahrscheinlich gleich in ein paar Minuten sehen, wie die Märkte reagieren. Aber nochmal, Ihr Signal an sich sollten Sie nie isoliert betrachten. Und wenn das auch der Bullish Butterfly ist oder irgendwie andere sonstige tolle Namen, versuchen Sie sich zu erklären, warum das so sein muss, dass bei zwei Dreiecken der Markt fällt oder steigt. Warum muss das so sein? Und versuchen Sie sich, sage ich mal, herzuleiten. Wenn Sie das können, dann lasse ich gerne mit mir darüber reden, dass Sie eben Eigennamen vergeben oder Ihre Definition aus der Candlestick-Theorie benutzen. Wenn Sie das nicht können und die Dinge nur auswendig lernen, werden Sie im Blindflug im Markt unterwegs sein, obwohl Sie den Eindruck haben, was Tolles entdeckt zu haben. Nochmal, das ist nicht überheblich gemeint, sondern es geht darum, dass Sie aufgrund der einzelnen Signale nie traden sollten. Sie sollten immer gucken, Zusatzfilter. Und bei mir ist es halt der Trendaufbau, nichts anderes. Ich gebe nochmal wieder an dich, Jens. Ja, zum Euro-Dollar noch eine Frage. Zum Euro-Dollar-Short, machst du auch Pyramidisierung im Gewinn? Im Moment bildet sich ja eine trendbestätigende Flagge in 15-Minuten-Chart. Bei Bruch könntest du deine Position erhöhen und den Gesamttrade trotzdem bei Gesamtentry absichern. Ja, gute Frage. Ganz klar, mache ich sehr gerne. Allerdings muss der Markt dafür, sage ich mal, auch entsprechend gestaltet sein. Und für mich ist er das im Moment nicht, sage ich ganz offen. Denn, ich gehe nochmal hier auf den Tageschart, was wir hier sehen, ist ja ein Abwärtstrend, ganz klar, der vielleicht den Großen hier weiterführen könnte. Allerdings ist der Große hier überschritten und somit gebrochen worden. Außerdem hatten wir ein Gegensignal im Markt. Ja. Also ich bin der Meinung, es ist eine sehr unsichere Marktsituation. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Kurse hier wirklich den Tanz sehr, sehr ausladend, sage ich mal, machen. Und da pyramidisiere ich ungern rein, zumindest an der jetzigen Stelle, wo wir im Markt sind. Weiterhin kommt hinzu, dieser Trade, wie ich vorhin ankündigte, soll ein längerfristiger Trade sein. Ich weiß, dazu habe ich jetzt den Stopp ein bisschen arg nah rangenommen, weil ich schon auf Einstand bin. Allerdings sage ich so, wenn ich einen Trade längerfristig laufen lassen möchte, dann muss ich auch auf der Zeiteinheit, auf der das passiert, oder auf der Trendgröße, auf der das passiert, bereit sein, abzuwarten, bis ich sinnvoll aufstocken kann. Und Sie sehen es daran, mein Stopp, der hier liegt, ist ganz in der Nähe, sage ich mal jetzt, von diesem letzten Hoch, was man heranziehen könnte, oder hier oben wäre eigentlich das letzte Hoch, was passend wäre. So, deswegen, ich möchte sehen, ob diese Bewegung hier vielleicht kräftig weiter runterläuft und eben nicht mich aus dem Markt nimmt, sondern hier an diesem Level eventuell abprallt. Und dann wäre ich bereit, hier mit runter hineinzugehen. Aber über den 15-Minuten-Chart möchte ich mir das jetzt nicht herleiten. Ich gebe nochmal an dich, Jens. Ja, jetzt deine Entscheidung, ob wir noch ein bisschen warten bis 15.30 beim Euro-Dollar oder ob wir die Zeit finden. Einige fragen auch nach Jimmy, die US-Dollar, also britische Pfund, US-Dollar, Cable. Nach einer Einschätzung für britische Pfund? Genau. Nee, habe ich nicht drin. Genau. So, gerade hört man dich nicht. Haben wir ein technisches Problem oder zeichnest du noch? Mach dich mal bemerkbar. So, auch hier hangelt sich schon ein Trend, sage ich mal, an diese Linie heran.
Auf dem Stundenchart sehen wir das gleiche Bild. Wir haben einen intakten Abwärtstrend, jawohl, der gerade in die Korrektur gegangen ist und wieder, sage ich mal, eindrehen könnte in die Richtung, dass die Trendlinie gebrochen wird. Und da würde ich einfach mal vorschlagen, da öffnen wir auch einen Trade. Das mache ich jetzt ganz einfach. So, nehmen den Stop etwas höher. Und gucken wir mal, was daraus wird. Danke für den Hinweis. Und jetzt gucken wir mal rüber, was im Dow Jones passiert zur Eröffnung. Und ja, ich gehe auch hier, ich mache mal das Fenster etwas größer. Genau, 5 Minuten. Okay, also wir sehen hier, ja, hier wird schön durchgezogen nach oben. Schade, wenn man immer erklärt, verpasst man manche Dinge, aber ist halt so, wenn man live tradet. Und deswegen bin ich auch froh, dass man Demokonto hier nutzen, sonst würde ich mich leicht vielleicht ärgern, weil ich da erklären muss und ich jetzt in den Markt gekommen bin. Aber schauen wir uns die Sache an. 15:31 Uhr, gucken wir mal, ob die Kurse die Richtung, sage ich mal, beibehalten oder ob wir den einen oder stärkeren Abverkauf in den Markt bekommen. Ich zeige Ihnen nochmal, warum ich ständig, sage ich mal, vom Short-Szenario ausgehe, wohl wissend, dass wir in einem intakten Aufwärtstrend sind. Hier, dieser Bereich links drüben, genau an dem Punkt sind wir gerade angekommen. Und deswegen beobachte ich jetzt ganz genau, wie sich die Kurse auf den kleinen Zeiteinheiten verhalten. Drehen die nach oben durch oder werden sie langsamer? Oder bilden sie vielleicht sogar Gegentrends nach unten aus? So, kleinen Moment, ich zeichne es uns ein. Dann sehen wir es nämlich auch auf den kleineren Zeitanhalten. So, wahrscheinlich haben Sie mich gerade eben wieder nicht gehört. Und, wo sind wir? Sorry, ich muss die Linie entsprechend definieren. Ja. Gehen wir noch eine Stunde. Ja. Und zwar sind wir im Bereich, das ist die Linie, die ich gerade gezeichnet habe. Sie sehen, die Kurse hier drüben hatten auch nochmal ein Hoch. An dieses Hoch sind wir gerade rangelaufen zur Eröffnung. Und jetzt ist halt die Frage, drehen die Kurse über dieses Hoch oder prallen sie ab und laufen runter? Wenn man etwas riskanter in den Märkten unterwegs sein will, vielleicht auch mit kleiner Positionsgröße und engen Stops, kann man sehr wohl versuchen, wie wir es ja öfters gemacht haben, sage ich mal, gegen einen Trend jetzt gerade, sage ich mal, in den Markt zu gehen, rein nach dem Motto, ich bin so klasse und erwische vielleicht das Hoch einer solchen Bewegung und werde dann reich, indem ich in Short in den Markt reinkomme. Das kann man machen, allerdings geht es meistens schief, wenn man sich gegen den Trend stellt. Wenn man jetzt unbedingt Short gehen wollte, so wie ich es vorhin ja, sage ich mal, angedacht hatte, würde ich gern Folgendes sehen. Wir sind ja auf dem 5-Minuten-Chart. Dieser Trend ist für mich auch gültig, denn schließlich bildet er die Bewegungen auf größeren Zeitanhalten ab. Es wäre ideal, wenn die Kurse hier runter kämen, nochmal hochlaufen und dann ein erstes 1, 2, 3, sage ich mal, hoch ausbilden. Dann wäre eigentlich ein bequemer Zeitpunkt gekommen, wenn man das abwarten kann, und das muss man als Trader, dass man hier, sage ich mal, versuchen würde, einen Short in den Markt reinzukriegen. Wenn man long-orientiert ist bei diesem Geschäft, und Sie merken, ich rede jetzt schon von verschiedenen Möglichkeiten, weil wir eben doch einen starken Anstieg haben, aber vom großen Bild die Sache durchaus sich nach unten entwickeln könnte. Also wenn man long gehen möchte, ist man im Moment zu spät dran, ganz klar. So, deswegen gleiche ich nochmal ab mit dem Stundenchart. Kleinen Moment. Und was sehen wir hier? Wir haben ein 1, 2, 3, was diesen Abwärtstrend abgelöst hat. Also theoretisch von der Definition her, auf dieser Zeiteinheit sind wir in einem Aufwärtstrend, in einer weit gelaufenen Bewegung. Und es ist hochwahrscheinlich, dass eine Korrektur in den Markt kommt. Und dann ist halt so, kommt die runter oder setzt es weiter fort? Oder haben wir das Szenario, was ich gerade eben sagte, die Kurse machen mehr wie eine Korrektur und, sag ich mal, treiben den Markt nach unten. Und meine Damen und Herren, Sie merken schon, wenn ich während des Tradings so viele Möglichkeiten durchspielen muss, dann stimmt schon mal was nicht. Also wir haben keine eindeutige Marktsituation und ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie in Ihrem Trading eine solche entdecken, gehen Sie weiter, gehen Sie zu einem Markt, können wir ja gerne machen, der besser gestaltet ist, der deutlicher gestaltet ist. In der Regel werden Sie Ihr Geld leichter verdienen, wenn Sie unbedingt traden möchten. Es ist halt immer die Frage,
Können Sie sich die Frage beantworten, wo sind Sie gerade, in der Bewegung oder in der Korrektur? Und dann eben auf welcher Trendgröße? Wenn Sie die exakt beantworten können, gar kein Problem, machen Sie Ihre Trades, nehmen Sie Ihre Signale. Können Sie es nicht, machen Sie nichts. Und wenn Sie doch was machen wollen, gehen Sie mit Ihrem Risiko etwas runter. Weil das sind Bereiche, wo man gerne im Trading Geld verliert. Okay, Jens, ich gehe mal wieder an dich. Gibt es weitere Fragen? Ja, andere Instrumente würden noch interessant sein. Kanadische Dollar, US-Dollar okay. würde auch noch interessant sein. Mhm. CAD, USD. Ja. Waren ja vorhin, genau, waren ja vorhin die Nachrichten. Im Markt. Und da hat so, leider wird diese gemeine Tonstörung, wenn Jochen irgendwas ganz viel einzeichnet oder Charts ändert. Wir müssen jetzt einfach ganz kurz warten, gleich wird er wieder da sein. Auch Kräfte, also wo Monitoren Sitzverläufe erkennen. Wenn du mich hörst, Jochen, also momentan haben wir große Tonstörung. Ich weiß nicht, ob du immer noch was zeichnest oder warum das jetzt ist. Wenn du mich hörst, schauen wir mal. Hallo, hallo. So. Könnt ihr mich wieder hören? Ganz kurz habe ich dich gehört, aber jetzt ist wieder Rauschen. Was machst du denn? Nichts, wirklich Ehrenwort, ich mache überhaupt nichts. So, jetzt bist du wieder voll da. Jens, aber wir hatten jetzt eine Minute. Wir hatten jetzt eine Minute eigentlich nur Tonstörung. Komm. Jetzt ist aber alles wieder gut. Ja. War das letzte Mal übrigens auch, als ich einen Chart oder neue Charts geladen habe, war das genau der Fall. Ja, war das genau der Fall. Okay, versuchen wir unser Glück weiter. Ich gehe nochmal zurück jetzt hier aufs ECN. Wenn du mich hier kurz beschreibst. Ja, wir hören dich, aber immer noch ein bisschen was abgehackt jetzt. Nicht wirklich besser, wenn du mich hörst. Also irgendwie haben wir gerade ein Tonproblem gerade. Ich hoffe, du hörst mich. Ich höre nur ein Rauschen. Tja. Jetzt bist du wieder da. Hallo, hörst okay, du mich? Ja. Okay. Aber ich habe das. Ja, ich höre dich gut, aber ich habe dieses Rauschen auch gerade gehört. Das ist ganz komisch. Also
Tut mir wirklich leid. Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir wissen einfach nicht, woran es liegt. Also Das normalerweise liegt es daran, wenn etwas gezeichnet wird oder sowas, dann haben wir aber immer diese kleine Kunstpause. Aber warum jetzt gerade? Das ist die blöde Technik. Wir haben schon alles probiert. Wir haben mit dem Kundendienst von Citrix, das ist dieser Softwarefirma hinter GoToMeeting, gesprochen. Wir finden nicht so richtig eine Lösung. Liegt nicht am Computer. Wir haben schon Computer ausgetauscht. Sorry für die 2, 3 Minuten jetzt und machen wir jetzt einfach mal weiter. Okay, ja. Ich gehe nochmal her. Also ICN-Konto, gehen wir rüber zum DAX und Dow. Und ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, der Markt steigt und steigt und steigt. Wir sind hier nicht reingekommen und ich möchte jetzt an der Stelle auch nicht unbedingt reingehen, weil, warum? Wir haben einen Aufwärtstrend. Zeige es gerade nochmal. Sehr steil, weit in der Bewegung. Wir sind an dem Level, wo ich vorhin meinte, die Kurse könnten abprallen. Ja. Allerdings, was mich jetzt, sage ich mal, etwas unsicher machen lässt oder wo ich mir halt jetzt überlegen muss, was möchte ich mit dem Trade erreichen, was für ein Ziel möchte ich mit dem Trade machen, ist jetzt der Punkt, möchte ich jetzt short gehen? Stelle ich mich erstmal gegen den Trend, habe vielleicht das Glück, eine Korrektur zu nehmen, die aller Wahrscheinlichkeit sehr zuckelig sein wird und wie Sie es vorhin gesehen haben, mich, wenn sich dieser Aufwärtstrend weiterhin fortsetzt, aus dem Markt rausschmeißt mit einem Verlust. Oder ich sage mir, alles klar, warten wir die 16 Uhr Nachrichten ab. Also wenn ich jetzt zu Hause wäre, im echten Handel mit meinem Geld, würde ich sagen, ich warte jetzt lieber ab, was um 16 Uhr passiert. Vielleicht kommt da ein Hammerschub weiter nach oben oder ein Hammerschub nach unten. Was ich definitiv machen werde, also jetzt long gehen möchte ich nicht, weil wir eine weit gelaufene Bewegung haben. Natürlich kann es weitergehen, aber gut, ist jetzt so. Ich möchte nicht in einer weit gelaufenen Bewegung reingehen. Short würde ich erst dann gehen, sage ich mal, mit einer gewissen größeren Sicherheit, wenn dieser Trend auf 5 Minuten gebrochen oder angeknackst wird. Das würde ich gerne sehen. Also wir könnten, sage ich mal, gern darauf gehen zu den News, dass es vielleicht so kommt, dass die Kurse runterrauschen und dann zurückfedern in diesen Bereich und dass wir dann einen Short machen könnten, wenn das passiert. Sollten die Kurse, sage ich mal, in diese Korrekturzone reinlaufen und dann beginnen, sage ich mal, eine Art Stützung zu finden, könnte man durchaus weiter mit nach oben gehen. Aber nochmal, ich weise extra nochmal darauf hin, Sie merken meine Schwierigkeiten, jetzt hier, sage ich mal, einen Trade in den Markt reinlegen zu wollen. Natürlich würde ich das gerne, weil wir ja Live-Trading-Webinar haben und ich habe den Druck im Hinterkopf, ich muss ja hier Trades zeigen. Ja. Die Marktsituation auf dem großen Bild ist nicht eindeutig oder sage ich mal, so schön gestaltet, dass man sagen kann, alles klar, wir haben hier eine halbwegs klare Situation. Wir können mit der und der, sage ich mal, Richtung mitgehen, weil da die Mehrzahl der Marktteilnehmer dabei sein würde. Das haben wir im Moment nicht und entsprechend unsicher bin ich auch. So. Was wir machen könnten, wenn Sie möchten, in der Zwischenzeit, dass wir uns nochmal kurz den Goldchart anschauen, würde das von Interesse sein? Gerne, aber ich würde auch gerne nochmal auf den Euro-Dollar zurückkommen. Ja, Ein alles Teilnehmer klar. wünscht sich, könnten wir die starke Bewegung im Euro-Dollar von heute Morgen kommentieren? Ich habe es mir auch gerade nochmal angeschaut. Geh mal ganz kurz, während du vielleicht einen Euro-Dollar aufrufst, auf den Chart. Ist, denke ich mal, sehr, sehr schön zu sehen. Direkt heute, kurz gegen 9 Uhr deutscher Zeit, relativ große Bewegung. Vielleicht ein bisschen Kommentar dazu und danach dann gerne gleich zu Gold. Genau. Also prinzipiell ist so, ich kann hinterher nicht wissen, warum eine Bewegung jetzt so groß und heftig war. Ich gehe einfach mal davon aus, der Vormittagshandel hat oftmals sehr schöne Bewegungen in den Währungen, die sogenannte London Session. Also sprich, in England sitzen ja die meisten Banken, die da im Interbankenmarkt loslegen. Und wenn es bei uns 9 Uhr ist, ist es bei denen 8 Uhr. Und ich würde mal sagen, das ist vielleicht eine unchristliche Zeit für einen oder anderen Trader, aber für Institutionelle könnte das durchaus, sage ich mal, der Beginn ihrer Arbeit sein. Und somit hat man, sage ich mal, beim Einstieg dieser Marktteilnehmer oftmals dann genügend Volumen drin, dass der Markt eine Richtung findet. So. Warum im Endeffekt das passiert, weiß ich nicht, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur versuchen, über die Technik oder über die Handelslogik, die man hat als Trader, gewisse Dinge herleiten zu wollen, um, sage ich mal, im Markt positioniert zu sein, wenn dann so ein schöner Move kommt. Dass er so schön kommt, können wir nie wissen. Und auch wenn das jetzt den Fragesteller vielleicht enttäuschen mag,
aber das Prinzip dieses ganzen Tradings ist ein sehr simples. Und zwar folgendes. Erstens, ich kann nicht wissen, wie, wo, was im Markt exakt passieren wird. Aus diesem Grund muss ich wissen, wann ich aus dem Markt gehen muss. So. Also sprich, dieses ausgestoppt werden und Verluste hinnehmen, und zwar kontrollierte Verluste, ist ein fester Bestandteil des Tradings, weil es so ist, dass Ihnen keiner in Zukunft sagen kann. Das Verwirrende oder das Gemeine ist, wenn Sie jetzt Zeitung lesen, wenn Sie die Tagesschau anhören oder Börsensendungen, wird Ihnen immer ganz genau erklärt, warum heute die Kurse was gemacht haben. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es immer nach dem Handel passiert und nicht vor dem Handel? Und vor allem, es ist so, keiner oder kein Marktteilnehmer schreibt ja rein in seine Order, oder haben Sie bei Admiral oder wenn Sie mit Futures handeln, schon mal einen Bereich auf Ihrer Ordermaske gesehen, wo Kauf- oder Verkaufgrund drauf stand, wo Sie reinschreiben mussten, ich bin der Meinung, was weiß ich, Terroranschlag in den USA wird den Markt zum Fallen bringen, deswegen verkaufe ich heute. Nein, kein Mensch muss eine Begründung schreiben. Aus diesem Grund ist es auch nicht zulässig zu sagen, ein Markt fällt oder steigt wegen den und den und denen, sage ich mal, Vorkommnissen in der Welt, sondern er steigt und fällt, je nachdem wie das Angebot und die Nachfrage, sage ich mal, verläuft. Und dann gibt es noch Punkte, die man, sage ich mal, über einen ordertechnischen Buch, Orderbuchtechnischen Ablauf erklären kann. Das tue ich mal gerne. Das ist eben dieser berühmte Trendaufbau, den vielleicht der ein oder andere nervt, oder die Markttechnik. Im Endeffekt, ich bin aus folgendem Grund hier short gegangen. Nochmal, ohne zu wissen, dass eine solch schöne Bewegung in den Markt kommt. Dieser Bereich haben wir einen solchen Pinbar oder Umkehrstab oder Umkehrkerze. Warum achte ich auf sowas? Ich zeichne Ihnen den Verlauf, den Sie hier sehen. Zeichne ich Ihnen nochmal rein. Also wir haben hier eventuell einen Trendwechsel. Und ich sah diesen Trendwechsel eventuell eintreten, als bei dieser Tageskerze erst hochgekauft wurde den ganzen Tag und dann radikal nach unten verkauft wurde. Und das war für mich ein Punkt, wo ich mir sage, aha, hier haben wir einen Nachfrage-Angebotswechsel im Markt, einhergehend mit dieser monsterroten Abverkaufskerze, sodass sich hier ein Abwärtstrend etablieren könnte. Und wenn der durch die Tiefs geht, die hier links liegen, dann müsste er kräftigen Schub bekommen. Und genau da haben wir ihn. Das heißt, ich habe diesen Trade gemacht, nicht weil ich politisch oder aus Nachrichten, von der Nachrichtenlage her der Meinung war, der Markt muss fallen oder er muss steigen, sondern weil ich mich einfach auf diesen Trendaufbau konzentriere, auf das Nachfrage- und Angebotsverhalten der Marktteilnehmer und versuche im Chart, sag ich mal, das zu lesen oder das zu begreifen, was der Chart mir sagen will. Und wie Sie erkennen konnten vorhin, als ich die zwei Fail-Trades gemacht habe, oft genug geht das auch schief, aber dann muss ich meine Verluste exakt und punktgenau kontrollieren. Ich muss die Fähigkeit haben, auszusteigen, Verluste zu nehmen und auch wieder einzusteigen in einen Markt, wenn ich von einem Setup überzeugt bin. Ja. Und natürlich, wenn ich gute Gewinne habe, auch versuchen, die laufen zu lassen. Dann machen Sie alles richtig. Jens, ich gebe an dich. Und jetzt im Nachhinein die Antwort. Es gab heute Morgen Spekulationen über Zinssenkungen im Euroraum, also Spekulationen. Okay. Ja, das ist wohl jetzt im Nachhinein die Begründung, die gefunden wurde. Ja, also wenn ich nochmal dazu sagen darf, bitte nicht missverstehen. Ich möchte nicht überheblich wirken. Ich möchte nicht sagen, das ist alles Blödsinn und was die im Fernsehen und überall erzählen, dass die keine Ahnung hätten, das stimmt so nicht. Nur, wenn Sie vielleicht aus meiner Warte heraus meine Argumentation verstehen wollen. Ich bin ein privater Trader. Ich habe keinen Zugang zum Parkett. Ich kann nicht bei der Deutschen Bank anrufen in der Händlerabteilung und sagen, Freunde, wo werdet ihr heute 85 Milliarden hinbewegen? Das kann ich nicht. Da wird mir keiner eine Antwort drauf geben. Oder ich müsste wahnsinnig viel Geld aufwenden, um als Erster, sage ich mal, oder schon im Vorfeld, eine Nachricht zugeflüstert zu bekommen. Das kann ich nicht. Weder finanziell, noch habe ich die Kontakte. Also muss ich mit dem arbeiten, was ich habe. Und ich habe den Chart. Und über den arbeite ich, ohne mich, sage ich mal, nervlich oder logisch ständig in Begründungen verlieren zu wollen, die einen Wahnsinnszeitaufwand von Recherche erfordern. Es interessiert mich überhaupt nicht, warum eine Nachricht, wie, wo, was. Hätte auch genauso sein können, diese Zinsspekulationen gehen komplett in die andere Richtung. Und dann wäre die Begründung auch wieder da gewesen von einer anderen Stelle. Da macht man sich verrückt, zumindest wenn man auf 5 Minuten oder auf einen Stundenchart handelt.
Das muss nicht sein. So, Jens, ich gebe an dich. Ja, noch eine ganz allgemeine Frage. Wann ist für dich ein Aufwärts- oder Abwärtstrend auf kleiner sowie auf großer Zeiteinheit gebrochen? Beim Durchtriggern oder beim Schlusskurs? Ja. Mhm. Danke. Ich habe die Frage vorhin gesehen, habe es aber ganz vergessen. Wegen den Soundproblemen war ich wieder so aufgeregt. Ich erkläre es. Ich schnappe mir hier den Pen. Also, prinzipiell ist so, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, ist ein Aufwärtstrend gebrochen bei Unterschreitung des letzten Tiefs. So, und jetzt sehen wir ja oft die Sache so, dass die Kurse runterkommen, das durchbrechen und wieder hochlaufen. Zusatzfrage, Durchtriggern kennt nicht jeder, wenn du Durchtriggern auch nochmal verschwindet. Ja, okay, alles klar. Also Durchtriggern bedeutet eine Unterschreitung des letzten Tiefs im Aufwärtstrend. Also so, wenn der Kurs hier runterkommt, dann ist das, wie wir sagen, ein Signalgeber, ein Trigger, hoppala, hier wird plötzlich das letzte Tief unterschritten. Und rein von der Definition her ist das ein gebrochener Aufwärtstrend. Aber ein gebrochener Aufwärtstrend bedeutet nicht, dass wir automatisch einen Abwärtstrend bekommen. Es kann auch sein, er geht nochmal hoch und setzt den Trend fort. So, der Trendbruch alleine, sage ich mal, bringt uns oder sollte uns nicht oder möglichst nicht in die Kauf- oder Verkaufsentscheidung hineintreiben. So, und das gilt übrigens für alle Zeiteinheiten. Jetzt gibt es noch eine andere Unterscheidung, dass man eben sagt, haben die Kurse unter diesem letzten Tief geschlossen oder sind sie zurückgelaufen, ja, und schließen, sage ich mal, auf der Höhe oder leicht über diesem letzten durchbrochenen Tief. Also prinzipiell ist so, man sollte den Schlusskurs, wenn man zum Beispiel auf dem Tageschart unterwegs ist oder auch im 5-Minuten-Chart, schon abwarten. Ja. Es kommt darauf an, in welcher Frequenz oder wie kurzfristig oder langfristig Sie im Markt sind. Prinzipiell achte ich schon darauf, ob, sage ich mal, ein Aufwärtstrend jetzt nur angeknackst ist oder ob der wirklich, sage ich mal, unterschritten wurde und die Kurse auch darunter erschlossen sind. Das ist schon ein deutliches Signal. Ich quartiere das mal kurz weg. Und ich finde, das ist auch dann die bessere Methode, sage ich mal, wenn man dann unbedingt short gehen will, spätestens wenn die Kurse wirklich darunter geschlossen haben unter dem letzten Tief, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, sage ich mal, die nächste Aufwärtsbewegung gerne an dieser Stelle, sage ich mal, Widerstand erfährt, also der Aufwärtstrend sich nicht mehr fortsetzt und wir einen Abwärtstrend bekommen. Also nochmal, Bruch durch Unterschreitung und möglichst drunter geschlossen. So, das ist die Antwort. Jens, ja, weitere Fragen dazu gibt es erstmal nicht. Dann wollten wir auch noch zu Gold kommen. Ja, genau. So, wo haben wir? Also, Tageschart wie von der Sonntagabendbesprechung auch noch. Moment. Ich zoome es etwas weiter weg. Auch hier ganz kurz nochmal, ganz klar von der Definition her. Und übrigens, gerade für den Fragesteller, nochmal wegen den Zeiteinheiten, hier im Wochenchart, da erkennt man, sage ich mal, wunderbar, was gerade Sache ist. Nämlich, wir haben per Definition einen Abwärtstrend, das letzte Tief, auch wenn das jetzt drei sind, wenn Sie es zusammenfassen, ist es ja die Bewegung, das letzte Tief wurde unterschritten und das bedeutet, Abwärtstrend ist gebrochen und die Kurse haben drunter geschlossen. Und somit haben wir von per Definition her, nochmal, nur per Definition, es kann auch sein, morgen schießt der Markt $500 hoch, ich habe keine Ahnung, warum das dann passiert, aber von der Definition haben wir einen Abwärtstrend und damit habe ich schon mal die große Richtung, wie im Moment die Kurse laufen. Wenn ich mich jetzt entsprechend runterarbeite, gehen wir hier mal auf den Stundenchart, dann erkennen wir folgenden Punkt. Wir haben diese weite Abwärtsbewegung und das ist für mich die Korrektur, die hier gerade läuft. Aber diese Korrektur bildet sich oder stellt sich dar durchaus durch einen schön geformten Aufwärtstrend. Bis vorhin. Hier wird dieser Aufwärtstrend zum ersten Mal durch ein Gegensignal abgelöst. Und schade, dass ich jetzt gerade, sage ich mal, im Webinar bin. Ich habe das live mitgehandelt, bin leider 0 auf 0 rausgeflogen. Ich zeige es Ihnen, was ich da gemacht habe. So, wo war das jetzt? Hier, genau. So, meine Damen und Herren, und zwar hier in diesem Bereich bin ich short gegangen, weil ich schon der Meinung war, wir könnten hier ein tieferes Tief bekommen, was dann den Trendbruch einläutet und
ich gehe nochmal auf groß, was das einleiten könnte, nämlich dass die Trendbewegung sich fortsetzt. Und das ist im Moment, sage ich mal, die Stelle, wo das in der Luft liegt oder wo das von der Definition her gerade stattfindet. Dann schauen Sie sich mal die Bewegungen. Schade, dass wir das gerade verpasst haben. Gut, was man jetzt machen kann, ist natürlich, ja, es ist nie so gut als Trader, dass man jetzt einfach aufspringt, aber ich mache das jetzt einfach mal. So, und eins ist klar, wenn Sie hier so arbeiten und einfach aufspringen, dann muss Ihnen klar sein, wir haben hier eine weit gelaufene Bewegung, die kann durchaus nochmal zurückfedern, bevor es weiter runtergeht. Also muss der Stopp weiter weg. In dem Moment muss der einfach weiter weg. Ja. Das Aufspringen in Bewegungen ist der Grund für viele Fail-Trades. Und deswegen, was wir hier sehen, ich wäre froh, wenn das Ding nochmal hochläuft und dann runterkäme, oder wir kriegen richtig Schmackes und das Ding dreht nach unten auf. Wollen wir sehen, ob das so passiert. Aber nochmal, in der Regel bitte nicht springen. Wenn Sie springen in den Markt, nochmal darauf achten, dass der Stopp dann auch weiter weg sein muss. Und das sollte man dann auch mit einer Positionsgröße machen, dass es nicht vernichtet. Angenommen, dieses Szenario, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, geht schief und wir werden ausgestoppt. Okay, wir sind 4 Minuten vor 16 Uhr, dann kommen die Nachrichten in den Markt. Ich würde vorschlagen, Jens, wenn du dich vergehst, gucken wir noch 5 Minuten weiter, wie die Märkte sich da entwickeln um 16 Uhr. Natürlich. Während du vielleicht ein paar Charts vorbereitest, es kamen einige Fragen zu unseren Erweiterungen. Sie sehen ja oben auch auf den Chart von Jochen immer noch unser sogenanntes Mini-Terminal mit den Stop-Loss- und Take-Profit-Linien, die Sie im Chart eingezeichnet bekommen und die aktiv sind. Das heißt, Sie können sie verschieben mit der Maus. Da mussten wir ja leider von MetaQuotes vor kurzem die Nachricht weitergeben, dass MetaQuotes, warum auch immer, ohne richtige Begründung, das nicht mehr wünscht. MetaQuotes hat angedroht, dass das irgendwann nicht mehr unterstützt wird und vielleicht sogar blockiert wird, technisch nicht mehr läuft. Bis auf Weiteres laufen die noch. Ob das noch 3 Tage oder 3 Monate läuft, kann Ihnen leider niemand sagen und MetaQuotes beantwortet es nicht. Wir haben also leider eine Übergangsphase. Noch funktionieren die, können Sie auch gerne weiter nutzen, aber man weiß halt nicht, ob es noch 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate funktioniert. Wir haben schon Alternativlösungen in der Pipeline. Also es gibt eine Übergangsphase und wir werden bald Ihnen halt andere Alternativen präsentieren, können die dann weiterhin laufen werden. Noch aber, wie gesagt, funktioniert es. Das dazu und weiter mit Jochen. Ja, Sie sehen gerade, ich mache wieder Malstunde. Was wir hier entdecken, das habe ich auch vorhin, sage ich mal, im Gold, diesen Short Trade schon in den Markt gab, der 0 auf 0 ausgestopft wurde. Darauf bin ich übrigens immer sehr stolz. 0 auf 0, man hat nicht viel verloren, man braucht dann keine Angst haben. Im Moment, dieses hineinspringende Markt war nicht so günstig, ich betone es extra nochmal. Aber warum ich das getan habe, ist folgender Grund. Wir haben hier ein Vortagestief liegen. Ich wechsle nochmal kurz auf die höhere Zeiteinheit, auf den Tageschart. So, ich gehe etwas näher ran. Wir haben ein Vortagestief an dieser Stelle liegen. Was bedeuten würde, wenn dieses unterschritten wird, kriegen wir es hier nochmal ein, dann könnten wir die Händler, die die ganze Zeit jetzt gekauft haben und ihre Stops nachgezogen haben, zumindest einen Teil derer könnte man hier erwischen. Das Ganze könnte sich dann so potenzieren, dass der Abwärtstrend sich hier etablieren könnte, wenn die Kurse mit Power nach unten laufen und eventuell tiefere Tiefs machen. Deswegen bin ich jetzt in den Markt rein, weil es einfach eine Chance darstellt, dass wir eventuell gleich sehr schöne Bewegungen sehen werden, hoffentlich in unsere Richtung. Okay, ich lösche das mal weg, gehe wieder auf die kleineren Zeiteinheiten, also hier auf den 15er. Und Sie sehen natürlich, immer wenn man in den Markt springt, ist genau die Stelle, wo der Markt dann nicht weiter will. Ich bin sicher, der eine oder andere muss jetzt schmunzeln und jetzt schauen wir einfach, wie es sich da entwickelt. Ich denke, da sollte man wirklich dabei sein. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt nachtraden, bitte nicht. Habe ich auch vergessen zu Anfangs erwähnen, weil ein paar Leute mich angeschrieben haben. Also ich sehe die Webinare wirklich nicht als Signalgeber. Wir wollen gemeinsam, sage ich mal, im Trading ein paar Fragen beantworten, dass Sie Ihre eigenen Gedanken entwickeln, Ihr eigenes Trading selbst in die Hand nehmen. Bitte nicht nachhandeln, ja, weil es wäre sehr schade, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe und dass Sie dann auch einen riesen Teil Ihres Geldes verlieren und weil Sie nachhandeln. Das ist die Sache nicht wert, ist zum Lernen da. Ja. So, wir haben 1 Minute bis 16 Uhr, wollen wir mal sehen, ob es uns gleich fürchterlich raushaut oder ob die Nachrichten Auswirkungen haben, dass der Goldmarkt sich entsprechend bewegt. Schauen wir mal.
Ich zoome noch mal etwas raus, damit man es besser sehen kann. So, 16 Uhr. Ich nehme den Stopp heran. Passiert was? Ich gehe nochmal auf Minute, damit Sie sehen können, was wir gerade besprochen haben. Die Bewegung, die Sie gerade oben sahen, war ja dieser schöne Abwärtstrend auf Minute. Ja? So. Also die kleinen Trends machen die Bewegung auf groß. Und solange die kleinen Trends, sage ich mal, intakt bleiben, können wir auch halbwegs beruhigt im Markt rummachen. Also der Stop liegt jetzt hier oben und ich möchte halt gerne sehen, dass, sage ich mal, in absehbarer Zeit jetzt schon, sage ich mal, dieser kleine Abwärtstrend auf Minute nicht überschritten wird hier. Dass die Kurse dürfen gerne nochmal hochkommen, aber dann sollten sie mit Schmackes runterlaufen. Tun sie das nicht, muss ich raus. Ich gehe gerade eher von folgendem Szenario aus, es ist eine Art Rundbogen, dass der nach unten durchfallen könnte. Wenn er das tut, werden wir bestimmt, sage ich mal, bis zum Vortagestief mit nach unten gehen können, wenn er das tut, wohlgemerkt. Jetzt ist es nach 16 Uhr, aber ich würde vorschlagen, schauen wir den Trade an, wenn es okay ist. Natürlich. Jetzt würde ich gerne wissen, wie der sich entwickelt. Sie sehen die Bewegung, von der ich gerade sprach. Ja, das ist der 1-Minuten-Chart übrigens, den wir hier sehen. Sie wissen, in den Rohstoffen ist es nicht so zu empfehlen, die ganz kleinen Trends zu machen. Aber ich will jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger diesen Hineinspringer, möchte ich ausbügeln, falls die Kurse jetzt wirklich keine Power bekommen. Dann würde ich hier gerne die Positionsgröße verringern, weil wir sind mit 6 Minilots sind wir drin. Das sind 4,80 Euro, glaube ich, oder 5 Euro der Punkt. Und wir haben hier halt Stop-Entfernungen, wo es schnell 100 Punkte oder 50 Punkte geht. Und das wird dann etwas zu heftig für das Konto, meines Erachtens. Jens, kannst du mich noch hören? Ja. Okay, gut. So. Ja, meine Damen und Herren, das ist Live-Trading. Wenn ein Trader mal im Markt ist, können nur noch die anderen Marktteilnehmer entscheiden, wie das sich entsprechend entwickelt. Und im Moment müssen wir einfach abwarten. Gibt es Fragen, die vielleicht hier noch ganz passend wären, Jens? Eigentlich haben wir alles heute geschafft. Jetzt gucken wir mal, wie viele Minuten wir noch abwarten. Okay. Genau. Alles klar. Also wir haben jetzt 16.02 Uhr. Ich würde vorschlagen, wir warten bis 16.05 Uhr. Dann würde ich gerne die Bewegung sehen, auf die ich hier spekuliere. Sie wissen, ich bin kurzfristig. Ich weiß, andere Trader haben längeren, sage ich mal, Horizont beim Halten der Position. Was halt hier das Problem darstellt, wie ich es vorhin sagte. Wir sind hineingesprungen in eine weit gelaufene Bewegung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir eine Korrektur sehen. Wir können die aushalten, keine Frage. Das geht ja alles, wenn es abgestimmt ist mit dem Money Management. Allerdings, was ich nicht gerne haben möchte, wäre jetzt eine schnelle Bewegung hoch. Die möchte ich nicht sehen. Die sehe ich auch nicht. Das ist gut so. Und wenn ich es abgleiche auf einen Minuten-Chart, wie schon gesagt, solange der intakt ist, ist auch die größere Geschichte intakt. Wird der gebrochen, empfiehlt es sich, aus dem Markt zu gehen. Ja. Wenn Sie jetzt ein längerfristiger Trader sind, kann man den Stopp auf, was weiß ich, weiter oben hinlegen und einfach abwarten. Aber ich möchte jetzt wirklich, wir haben jetzt 3 Minuten nach 16 Uhr oder nach der Nachricht, ich sage immer gern, 3 Minuten danach geht es manchmal los oder kommt die Initialbewegung und die würde ich jetzt schon gerne sehen, dass die mit etwas mehr Power nach unten läuft. Wenn sie das nicht tut, okay, noch ein bisschen, komm. Also ich nehme jetzt den Stopp ran, weil jetzt möchte ich auch sehen, dass die Kurse nach unten mit Power laufen. Weil wenn sie das nicht tun, sage ich mal, dann müsste ich da eh raus. Also bei einer kurzfristigen Haltedauer muss man dann raus, weil die Verluste zu groß werden würden. Und so schön ein Setup dann auch ist, man muss einfach gehen, wenn, sage ich mal, die Bedingungen, die man vorher an den Trade geknüpft hat, wenn die nicht erfüllt werden oder sogar abgelöst werden durch Bedingungen, die man nicht haben möchte. Ich weiß, dadurch kommen natürlich Trades zustande,
wo sie zu früh rausfliegen und eine Sekunde, nachdem sie rausgeflogen sind, rennt der Kurs in die angedachte Richtung. Aber nochmal, je kurzfristiger ihr Trading wird, desto öfter wird Ihnen das passieren. Sie müssen fest damit rechnen und Sie müssen gefestigt bleiben für diesen Fall, weil Ihr Wiedereinstieg im kurzfristigen Bereich ist ja auch, sage ich mal, eine Baustelle, in der Sie arbeiten müssen. Wenn Sie rausfliegen, gehen Sie eben nochmal rein, solange das Szenario Ihrer Meinung nach in Ordnung ist. So, und ich sehe, der Kurs drückt und ich möchte jetzt zumindest hier das letzte Tief sehen, was wir links haben. Ich zeichne es Ihnen ein, das da. Das würde ich gerne sehen, dass das ansteuert. Okay, also eins ist klar, das läuft nicht so, wie ich es will hier. Ich werde jetzt gleich aus der Position aussteigen. Wir sind auf Einstand. Ich gehe raus. Okay. Jens, alles klar. Also ich bin jetzt ausgestiegen aus dem Trade. Nochmal, ist der Demokonto. Also mir kann jetzt keiner vorwerfen, dass ich jetzt Angst hätte, Geld zu verlieren. Aber es geht einfach darum, das wollte ich nicht sehen. Genau das, was Sie jetzt erkennen, nämlich, dass der Kurs, sag ich mal, er zuckelt sich langsam runter und beginnt dann schnell, sag ich mal, nach oben zu laufen. Das heißt, wir hätten hier die Gefahr eines Doppelbodens, der nach oben geht und vielleicht im Minutentrend bricht. Es kann natürlich auch sein, das Ding fährt jetzt gleich in die richtige Richtung ab, aber wir sind hier rausgekommen, 0 auf 0, wir haben sogar einen kleinen Gewinn gemacht, sehe ich, wo wir, sag ich mal, die Gebühren halbwegs decken konnten. Und dieses Trading ist, sag ich mal, eine sehr angenehme Art des Tradens. Sie halten Ihre Verluste sehr klein, Sie sind vorsichtig, schaffen Sie es aber, in den Lauf hineinzukommen, dann sag ich mal, können Sie oft genug mit geringem Risiko sehr schöne Erträge erwirtschaften. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, genau das, was ich vermeiden wollte, passiert gerade. Die Kurse drehen hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht noch ein klein wenig in die Seite laufen. Wenn die nochmal runter kämen, würde ich einen erneuten Einstieg wagen, weil eben dieses Vortagestief schon eine Stelle ist, wo tolle Bewegungen in den Markt kommen könnten. Und wie ich den Jochen kenne, wird er bestimmt in 2, 3, 4 Stunden dann den weiteren Trade bei Facebook posten. Also wenn Sie Jochen Schmidt mal auch so halt mal verfolgen möchten, neben den Webinaren von uns, er hat eine Facebook-Seite, die er auch sehr aktiv nutzt. Schauen Sie gerne mal drauf. Wir wollen jetzt nicht mehr so länger schreiben. Wir haben ja diese eine Stunde ungefähr mal als Zeit. Nächste Webinar von Admiral Markets gibt es am Mittwoch, also morgen um 17 Uhr. Da geht es um für alle Einsteiger um unseren MetaTrader und wie Sie halt Stop-Loss aufgeben können, wie der Hebel funktioniert, welcher Hebel da ist, etc. etc. Also eine allgemeine Einführung für alle, die den MetaTrader 4 nicht kennen. Seien Sie gerne dabei, wenn Sie das möchten. Nächste Webinar mit Jochen ist in einer Woche, Dienstag um 15 Uhr. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Danke für das viele Feedback und schönen Nachmittag, schönen Abend aus Berlin. Jens Schanowski, vielen Dank. Ja, an der Stelle möchte ich mich gerne mal bedanken bei allen Leuten, die zugeschaut haben. Die Stunde ist immer viel zu schnell vorbei, stelle ich auch fest. Und ich hoffe, Ihnen hat es dennoch gefallen. Wie schon gesagt, wir haben manchmal Tage, da ist einfach nichts los. Dann haben wir Tage, wo sich der Schmidt nicht traut, weil er den Chart nicht so richtig mag. Aber ich denke, der Trade, den wir gerade eben gemacht haben in Gold, war ein guter Trade. Auch wenn jetzt kein Gewinn dabei herauskam. Ich würde Ihnen empfehlen, achten Sie mal drauf, wie ein professioneller Trader aussteigt. Nicht nur im Gewinn, sondern auch im Verlust. Und wenn Sie, sage ich mal, sich da Tipps holen können, werden Sie lernen, Ihr Konto und Ihr Kapital zu schützen. Denn das Geld ist immer schneller weg, als dass es zurückkommt. Schon bemerkt beim Trading. Und Sie können diese, sage ich mal, ja, Reaktionskette oder diesen Teufelskreis eigentlich nur durchbrechen, indem Sie sich sehr intensiv mit Ihrer Positionsgröße befassen und mit Ihren Ausstiegen. Und wie Sie gerade sehen, meine Damen und Herren, der Kurs kommt mit Schmackes nach oben und wir hätten jetzt richtig schön ein paar heftige Euros um die Ohren fliegen sehen. Aber wir sind vorher rausgegangen, 0 auf 0, wir haben nichts verloren, wir haben alle Chancen weiterzumachen. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen gute Trades die Woche. Bis nächste Woche Dienstag, bleiben Sie mir gewogen und danke auch für Ihr Verständnis für die Soundprobleme. Tschüss!